Hallo, grüß euch, servus, servus, hallo, grüß euch, ich bin's wieder, der Hans, von der CSU, also von der Basis, weißt du, direkt von der Basis, weil ich sag mal, die Basis ist ja das Wichtigste überhaupt, hä? Jetzt haben wir das letzte Mal bei uns im Bezirksunterausschuss, haben wir sogar eine Sitzung gehabt. Da ist es so zugegangen, da hat es dann noch eine Abstimmung gegeben, das war fast eine Kampfabstimmung geworden. Na weißt du, da ist es darum gegangen, ob wir bei unserem nächsten Stadtrandfest, ob wir jetzt zwei oder drei Spaffäckchen herdern. Da haben wir gesagt, gehen wir drei her. Weil erstens langt es leichter. Und zweitens, wenn was übrig bleibt, dann schicken wir es der dritten weg. Nein, es war so Witz, wir können es zurückgeben. Jetzt habe ich ganz was Wunderbares hab ich jetzt gekriegt, gell? Ganz was Herrliches habe ich jetzt gekriegt, weißt du, für meinen Straußaltar. Da hat bei uns jeder. Da habe ich jetzt ganz was Schönes gekriegt, weißt du, so ein Foto vom Strauß, so ein Foto, da ist im Strauß sein Kopf drum. Ja, und mit einer echten Unterschrift. Kein Druck, die Unterschrift habe ich schon lange gehabt. Mit einer echten Unterschrift habe ich von der Monika gekriegt. Seine Tochter Monika Hohlmeier. Kennst du am Strauß, seine Tochter Monika Hohlmeier, Spitzenfrau. Ich sage ihr, aus derer werden einmal was, die wird wie ihr Vater. Sei wie Knack. Einmalig. Da war sogar im Fernsehen eine Sendung über sie, so ein richtiges Porträt bloß über sie. Die so geheißen Monika Hohlmeier. Ein Name, ein Programm. War für interessant. War für, das wird selten verstanden. Aber es war interessant. Das ist Dings, jetzt weiß ich nicht, jetzt haben wir bei uns im Sozialunterausschuss haben wir auch noch Sitzung gehabt. Weißt du, bei uns im Sozialunterausschuss zum Paragraph 218. Ha, da ist es zugegangen, das sage ich euch. Da war eine von den Grünen drin gehabt. Huch, bei uns eine von den Grünen drin. Da sagt es, mein Bauch gehört mir. Da hat der Klaus Kirchleiter gesagt, ja, den wird es uns doch keiner haben, wenn du fertig sagst. Klaus Kirchleitner, kennst du ihn? Klaus Kirchleitner, Vorsitzende von der Jungen Union Oberbayern. Spitzenmann. Ein Spitzenmann. Aus dem wird noch mal was, ich sage euch. Der ist nicht aufs Maul gefallen. Du. Eher auf den Kopf. Aber das hat bei der CSU noch nie geschaut. Schon so spät, schon halber wieder, weil ich muss ja gleich wieder weiter. Wenn wir gingen nach die Sitzungen, gingen wir wieder zum Schutterwirt rein. Zum Schutterwirt, da müsst ihr jetzt einmal reinschauen. Wenn ihr mal nach Ingolstadt kommt, dann geht ihr einmal zum Schutterwirt rein. Das sag ich euch, du, da hockt ein Typen drin. Du. Ja, gehst jetzt du mir Dreckshau, weißt du. Erst willst du Dreckshahn zu mir sagen. Also sag du noch einmal Dreckshahn zu mir da. Ja, wir haben den Helga und Arsch hingern. Ja, was bist du da, war ich ich. Eisenmauer, fragst mich du kein Drecksau, weißt du? Ja? Weil mir ich das von dir nicht gefallen lasse, weil ich der Hegel nicht an den Arsch hielern. So was gibt es nicht bei mir. Was? Ja gut, einmal. Das war aber bereits im Fasching 78. Ja, da war ich besoffen, das Zeit. Du fragst mich, du kein Drecksau, weißt du, gell? Weil mir ich das von dir nicht gefallen lassen da. Was? Ja, ist schon recht. Ja, ich gebe schon Ruhe. Ja, ist schon wieder alles in Ordnung. Wir haben uns bloß wegen unterhalten. Ist schon recht, halt. Ist schon recht, ne? Aber du nimmst die Drecksatz. Was sag ich dir da? Geht da schon hin. Da huckt jetzt ein Neger und frisst einen Schweinsbraten. Da darf der Neger da herinnen einen Schweinsbraten fressen.
Er will um dem Neger den Schweinsprung geben. Karl, hast du dem Neger den Schweinsprung geben? Dass dem Neger kein Schweinsbrot geben sind. Anständiges Lokal. Da gibst halt einem Neger Schweinsbrot, kommt morgen der ganze Kral oder wie das weißt du hier. Ja, was lädt ein Neger da? Ja. Hunderte von Neger. Ja, lädt ein Neger. Was für ein Neger. Ein kleiner Breit noch wieder. Was bloß ein kleiner. Du war keine Ruhe mit den Neger da. Ich sage dir da. Weil hast du im Dritten Reich, hast du im Dritten Reich einen Neger bei uns gesehen? Hast du einen Neger bei uns gesehen? Die haben wir nicht gebraucht. Ja, weil wir haben selber genug Braun gehabt. Ja, der Hitler war schon nicht so schlecht. Ne? So schlecht war der Hitler nämlich gar nicht. Ne? Man gut ist, mit den Juden hätte es nicht gebraucht. Ne? Das war zu viel, da hätte die Hälfte auch gelungen. Aber sonst war der Hitler nicht so schlecht. Ne? Weil was ist denn heute mit den Negern? Was ist denn heute mit den Negern? Da kommen sie rein zu uns, dann sagen sie, ach so, da steht schon ein Nagel in einem Mercedes. So. Ne? Das ist eine Tatsache. Das weiß bloß keiner. Aber ich weiß es. Ich weiß es doch. Weil ich weiß vom Erwin. Weil der Kindler und dem sein Freund, der hat so einen Schwager. Und der hat das auch schon mal gehört. Ach so, sagt der Neger. Und so steht ein Mercedes da. Ich kann mir keinen Mercedes leisten. Ich kann mir keine Mercedes leisten, aber der Herr Neger, wo ich mein Leben lang gearbeitet habe, mein Leben lang habe ich gearbeitet, im Schweiße meiner, im Schweiße meines, was wie geschwitzt habe. Ich kann mir keine Mercedes leisten. Ja? Weißt du, dass der Neger schon mal was gearbeitet hat? Weißt du, dass der schon mal was gearbeitet hat? Dass der schon mal eine Schaufel in der Hand gehabt hat? Der hat doch noch nie eine Schaufel in der Hand gehabt. Der kennt doch gar keine Schaufel. Halt, halt, halt. Hol mal eine Schaufel. Nein. 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 Was soll ich sie da irgendwie aufregen? Macht's nur so weiter. Mir ist es wurscht. Nur rein mit den Neger. Nur rein damit. Aber dass mir danach keiner kommt und sagt, ich habe es nicht gewusst, weil ich hab's ja gesagt.